Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Also ich hatte heute ein merkwürdiges Vorstellungsgespräch, wo ich dachte, tickt's bei euch noch? Habt ihr noch eine Tasse im Schrank? Also, ich habe mich als Jobcoach beworben bei einem sozialen Träger aus Brandenburg, aus Neuruppin. Muss ich ja extra betonen, weil nur in Neuruppin die sozialen Träger schon etwas merkwürdig sind. Und ich kam da zum Gespräch. Voreingenommen, also nicht unvoreingenommen. Und wusste erstmal nicht, was mich erwartet. Konnte mich nicht vorbereiten, weil ich vieles zu tun hatte, weil ich bin immer noch in der Auflösung der Wohnung meiner verstorbenen Mutter. Autokauf, dies, das, jenes, dann das Kind. Viel Arbeit in den kompletten Haushalt. Man kann sich denken, wie viel Arbeit das ist. Also, ich wollte mich vorbereiten, aber ich konnte nicht. Also bin ich komplett neugierig hingegangen, hab das auch gleich gesagt, so wie die Sache aussieht. Und ja, ist alles kein Problem. Bei allen anderen Arbeitgebern, überall in Deutschland, kein Problem. Weil die haben dafür Verständnis, weil die haben ja auch eine Familie und das sind auch nur Menschen. Nur die nicht. So, um auf den Punkt zu kommen. Klar, ich muss mich erstmal zehnmal entschuldigen, weil ich mich ja nicht vorbereitet habe. Das erste Mal im Leben, dass ich mich einmal nicht vorbereitet habe auf ein Gespräch. Meine Güte, das kann auch mal vorkommen. Man hat auch noch andere Probleme. Außer jetzt die Philosophie einer Firma zu wissen, bei der man ja nicht weiß, ob man überhaupt bei der anfangen möchte. Sie haben sich verhalten wie Götter. Obwohl sie keine sind. Ja, ich war im Gespräch gewesen. Wir sind so, naja, wir haben über die Qualifikation gesprochen. Dann haben sie mir so gesagt, naja, wir brauchen diesen IHK-Abschluss. Und nur der IHK-Abschluss ist wichtig. Zeugnisse kann doch jeder fälschen. Und wir kennen sie ja noch gar nicht. Warum habt ihr mich denn eingeladen, wenn ihr so misstrauisch seid? Ihr habt doch meine Unterlagen schon seit 6 Wochen, 8 Wochen. Nee, also vom März bis Juni. Jetzt schon. Oh, Ende Mai, Anfang Juni bei euch. Ihr habt also 2,5 Monate Zeit gehabt, diese Unterlagen durchzuschauen. PS, ich habe bestimmt an die 12 Mal angerufen, um einen Termin für das Vorstellungsgespräch zu bekommen, weil man hat mir nur einen Tag mitgeteilt. Und ich wurde immer vertröstet. So. War ja nicht weit weg. Dresco ist hier ein paar Kilometer entfernt. Halbe Stunde Fußweg. Über Acker, über Feld, über Wald. Fertig. Für mich kein Problem. Bin da hingegangen. Das eine Mal habe ich gesagt, ja, so und so sieht es aus. Ich habe dann den Termin, aber ich habe ja schon ein paar Mal angerufen. Aber ich wurde ja mal vertröstet. Steht denn der Termin am 31. noch? Und welche Uhrzeit wäre wichtig? Es wäre nämlich unpraktisch, wenn ich morgens um 8 Uhr da bin und dann bis abends um 8 Uhr warte, weil ich habe auch noch ein Privatleben. Und da hat man mir den Termin gegeben, nachdem ich vor Ort war. Sie konnte mir telefonisch kein. Oh, Mist, Entschuldigung. Sie konnte mir telefonisch keinen Termin, das sind meine langen Quadratlatschen hier, geben. Weil sie einfach, ja, die meldet sich ja dann zurück. Ja, nochmal, die meldet sich dann zurück. Und dann nochmal, die meldet sich zurück. Wurde mir immer wieder gesagt und es hat sich niemand gemeldet. Aber erstmal eine schöne Nachricht schicken. Ja, wir würden sie gerne kennenlernen. Warum anlocken, wenn man sowieso kein Interesse hat? Soziale Träger Neuruppin. Ich kann es nur betonen. Nicht, das ist nicht der einzige. Das habe ich hier durch die Reihe erlebt. Auch mit Beleidigungen. Mir gegenüber. Ja, da war ich dann im Gespräch gewesen. Und da hat sie mich gefragt, warum ich denn hier von Berlin nach Neuruppin gezogen bin. Da hat gesagt, ja, wegen meinem Kind. Ich hatte einen Kinderwunsch. Und in Berlin ist es zu gefährlich für Kinder. Zumindest für mein Kind. Ich möchte mein Kind wohlbehalten aufziehen. Ich kenne die sozialen Probleme. In Neuruppin, in Berlin.
Ich weiß, wie man sich da als Fachkraft und als Erzieher und Lehrer, Sozialarbeiter und so weiter durchschlagen muss und gerade mal an der Problemgrenze kratzt, aber noch nie eine Ursache finden kann, weil der Ballungsbereich einfach viel zu groß ist. Viel zu viel Arbeit, viel zu viel Kinder, viel zu viel Probleme und zu wenig Kräfte. Und das will ich meinem Kind nicht zumuten. Und dann kam sie dann auch irgendwann dann zum Gespräch. Nein, meine Katze hat mich besucht. Ja, wir können sie aus dem Wohnbereich ja streichen, weil sie haben ja ein Kind. Fand ich erstmal gut. Das ist die einzige, die es mitbekommen hatte, dass ich ein Kind habe, dass ich nicht 24/7 arbeiten kann. Das fand ich immer sympathisch. Aber dann der Spruch danach. Naja, sie sind ja schon ein bisschen rassistisch und narzisstisch angehaucht, wa? Weil Berlin mit Immigrantenanteil und sie sagen ja, das ist zu gefährlich. Wo ich dann gedacht habe, ich habe es erstmal aussprechen lassen, dann gesagt, erstmal halt, stopp. Also so geht es hier nicht mit mir. Erstens, wenn ich ein Rassist wäre und ein Nazi wäre, hätte ich zu Corona-Zeiten, wo die Direktoren von den Schulen sich feige in die Hose gemacht haben in ihrem Büro, nicht irgendwie in die Asylheime, ja, dann, ich habe sich so ausgedrückt, jetzt wie ich gerade so gesagt habe. Also ich habe eigentlich gesagt, also wenn ich rassistisch wäre, wäre ich nicht entgegengesetzt des Willens der Direktoren der Schulen und der Einrichtungen in die Asylheime gegangen, weil es war ja keine Beschu es war ja alles über Homeschooling und dann stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einem Asylheim und ja, dann sind da 200 Kinder, die greifen alle auf einen Anschluss zu und die kommen nicht mal irgendwie in den Zoom-Kanal rein oder in diesen Microsoft 365-Kanal rein, gegebenenfalls was die Schule eben macht. Und die können gar nicht beschult werden. Also was habe ich gemacht? Meine Kollegen haben gesagt, mach das bloß nicht, wir kriegen dann die nächste Anzeige wegen Rassismus, weil wir uns um die kümmern. Er sagt, nö, ich bin dann da hingegangen und habe mit den Leitern gesprochen, mit diesen Fachleitern, mit den Geschäftsführern des der Asylheime, genau. Und ja, und habe Möglichkeiten gefunden. Und die Kinder wurden dann ausnahmsweise aus den Asylheimen, die Asylanten, die Ausländer, wurden beschult in Schulen, wo andere Homeschooling gemacht haben, weil ich mich dafür eingesetzt habe. Im Endeffekt haben sich zum Schluss alle gefreut, weil jedem wurde geholfen. Und dann nennt sie mich jetzt rassistisch. Außerdem bin ich selber ein Flüchtlingskind. Ich war in der Tschechoslowakei ein Migrant, ich war in Ungarn ein Migrant, ich war in der Österreich ein Migrant, ich war in der Schweiz ein Migrant und ich war selbst in Deutschland ein Migrant, in Westdeutschland, weil ich ein Ossi war. Und dann, wo die Grenze offen war und wir wieder nach Berlin zurückgekommen sind, war ich in Ostdeutschland, also in Berlin, ein Migrant, weil ich aus Westdeutschland war. Weil die war selber eine Migrantin und hat gleich so aggressiv darauf reagiert. Also habe ich erstmal gesagt, also ich möchte nicht, dass man mich irgendwie rassistisch oder sonst was nennt, da hört sie nicht bei mir auf. Und da hat sie so gesagt, Sie wissen schon, dass bei uns echte Problemfälle sind. Ey, eine Einrichtung, die solche Kinder hat, muss auch echte Problemfälle haben. Also ehrlich, die Frau hat nicht mal eine Tasse im Schrank gehabt. Wo ich hier, dann hier ganz klar gesagt, wissen Sie, ich habe in der Görlitzer Straße, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor, war besser gesagt, am Kotti gearbeitet. Da, wo die Drogendealer, Kriminellen und alles Mögliche rumhängen und ich habe mit denen zusammengearbeitet. Ich habe mich darum gekümmert, dass sie auf die rechte Bahn kommen, dass sie auch beruflich wieder irgendwie Anschluss finden, diejenigen, die aus dem Milieu raus wollen und dass sie nicht tiefer in die Falle kommen. Sorry, also wer in diesem Kreuzberg, Neukölln, Wedding, und Tempelhof gearbeitet hat, der kann überall arbeiten, da ist das ja nicht dagegen. Und da war es auch wieder ganz ruhig gewesen. Aber erstmal mich als Rassist zu benennen, dass ich so blöd von meiner Arbeit bin, dass ich meine Zeugnisse gefälscht habe, was bildet sich die blöde Kuh eigentlich ein? Nur weil sie, ja, mir ist egal, ob die deutsche Migrantin oder vom Mars oder hier, weiß nicht, ob das ein laufender Fisch mit Sprache ist. Ist mir scheißegal. Aber die hat sich verdammt nochmal als soziale Chefin
eines sozialen Trägers auch sozial zu verhalten und niemand anderem was zu unterstellen. Ehrlich, was bilden die sich wirklich ein? Ich will mich da bewerben, weil ich arbeiten will, weil ich den Menschen helfen möchte. Und dann kommt die mir so blöde. Naja, zum Endresultat, ich möchte bei der Firma nicht arbeiten, aber ich habe trotzdem gesagt, habe ganz klar gesagt, ich muss nicht arbeiten, aber ich will arbeiten. Und wenn ich meine Unterlagen, wenn ich für diese Stelle nicht in Frage komme, dann behalten Sie meine Unterlagen, weil es ändert sich ja eh für die Zukunft immer etwas. Ja, hat sie gesagt, ja, sie würde auch gerne meine Unterlagen behalten. Aber erstmal, ich muss sie. Was muss man sich eigentlich bei Vorstellungsgesprächen alles bieten lassen? Man muss sich als Nazi beschimpfen lassen, man muss sich als inkompetent beschimpfen lassen, man muss sich als Urkundenfälscher beschimpfen lassen von irgendwelchen inkompetenten Führungskräften, die wahrscheinlich schon vor 30 Jahren aufgehört haben zu leben. Ich finde sowas echt zum Kotzen. Da will sich ein Bewerber, ein normaler Mensch wie du und ich, bewerben. Du gehst zu einer Firma und dann, du gehst komplett neutral hin. Du hast einmal in deinem Leben vergessen, dich auf die Firma vorzubereiten. Meine Güte, ich habe mich immer vorbereitet. Nur ein einziges Mal nicht. Und das war heute. Und dann kommt so eine Scheiße. Und das auch nur, weil ich hier zu Hause in Arbeit erstickt bin und hier mit meinem Kind hier erstmal bespaßt habe, damit es erstmal glücklich ist. Weil mein Kind war mir wichtiger in dem Moment. Aber das verstehen die meisten ja nicht, dass Kinder Fürsorge brauchen, Kinderliebe brauchen. Um Gottes Willen, warum auch? Vor 50 Jahren hat man das auch nicht gemacht. Da hat man es auch mit 12 irgendwo in den Ofen geschickt, um den nur zu putzen. Ja, das war wirklich so damals, weil die Kinder waren so klein. Damals musste man die Öfen von innen putzen, deswegen mussten damals die Kinder die Öfen putzen. Das weiß ich noch aus meiner Familie. Ich war nicht der Fall, aber meine, die davor waren, die haben mir da Geschichten erzählt, dass sie dann schon mit 10 Jahren angefangen haben zu arbeiten und so weiter. Aber ja, was bilden die sich eigentlich ein? Aber ich konnte ja den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ich war selber Migrant, ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie man mit schweren Fällen umzugehen hat und so weiter. Und ja, und so Urkundenfälschung habe ich nicht gegeben, weil sonst hätte es geknallt in dem Büro. Dann wäre ich wirklich ausgeflippt, wenn ich da noch meinen Kommentar dazu gegeben hätte. Aber ich bin da ruhig geblieben in der Sache und habe immer nur ganz klar gesagt, dass ich mich für die Kinder einsetzen möchte und dass ich meine Unterlagen behalten kann. Ja, und das nennt man ja einen Fachkräftemangel. Also, die Firmen suchen. Sie haben angeblich Fachkräftemangel. Aber es kommt eine Fachkraft hin und die diskriminieren sie auch noch. Gleich am Anfang des Gespräches. Dann stellt man sich doch vor, man unterschreibt doch gleich bei denen einen Vertrag, weil man ja den dann doch gefallen hat. Und dann während der Arbeit muss man sich ständig diesen Bullshit anhören. So nach dem Motto, die verdreht mir die Worte im Mund. Der hat mir die Worte im Mund verdreht. Nur weil ich gesagt habe, Berlin ist einfach zu viel überlaufen die letzten Jahre. Das ist einfach zu gefährlich für mein Kind. Das ist meine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und nicht, ich habe was gegen Ausländer. Und nur weil ich gesagt habe, dass es für die Lehrkräfte und für die Sozialarbeiter wie mir ganz schön schwierig war, bei manchen Asylkindern einzugreifen, weil man dann immer mit der Polizei rechnen musste, weil als Lehrer und als Erzieher und als Sozialarbeiter und als Direktor durfte man nicht sagen, weil dann haben die Eltern gleich die Polizei reingejagt und hab die Schule angezeigt. Und das wollte die mir nicht alles glauben. Und die lebt ja hier in Neuruppin in ihrem kleinen Dorf und nennt das Probleme, obwohl draußen in der echten Welt, in der Realität, echte Probleme sind mit echten Menschen, wo die hier eigentlich, ehrlich gesagt, darüber lachen können, was die hier für Probleme haben. Also, wenn die mal nach Berlin kommen, 4 Wochen, und dann mal wirklich hier durchgehen, Kreuzberg, Neukölln, Wedding, mindestens die 3 Bezirke. Von Tempelhof und Reinickendorf möchte ich gar nicht sprechen. Jo, dann. Oder Marzahn oben die eine Ecke. Da wo die, ja. Holla ihr Waldfee, ich glaube, die würden kündigen ihren Beruf und nie wieder drin arbeiten. Was einfach psychisch durchdrehen und diese Belastung nicht durchhalten, die ich 10 Jahre lang durchgemacht habe.
in dieser Arbeit. Und dann nennen die mich als inkompetent. Und die kennen mich noch gar nicht. Die haben wirklich Zertifikate, Zeugnisse, Referenzen gesehen, wo bei mir immer nur 1 plus draufsteht. Keine 1, keine 1 minus, 1 plus. Meine Zeugnisse sind alle durchgehend mit 1 plus, weil ich wirklich perfektionell gearbeitet habe und mich wirklich reingegangen habe und mir wirklich einen Arsch aufgerissen habe für die Kinder, damit die auf die richtige Bahn kommen. Und die nennt mich als inkompetent. Ich glaube, diese Vorgesetzte von diesem sozialen Träger hier in Neuruppin, ich würde denen ja gerne sagen, aber darf ich ja leider nicht. Datenschutz. Aber fängt mit S an und hört mit E auf. Gut, den Rest könnt ihr euch denken. Ja, da hört es bei mir auf. Das macht keinen Spaß. Nicht umsonst habe ich meine Nachqualifizierung zum Jobcoach gemacht, die ich während der Arbeit in Berlin mitgemacht habe, und zum Video- und Grafik-Creator, die ich auch in Berlin gemacht habe, eine Nachqualifizierung, damit ich hier nicht mehr für diese inkompetenten sozialen Arbeitgeber arbeiten muss, sondern für echte Menschen und nicht für irgendwelche Dinosauriermaschinen. Da habe ich keine Lust mehr, absolut nicht. Ich bin diese leidigen Gespräche einfach nur leid mit diesen Menschen, die einfach sich einbilden, sie könnten über andere Menschen urteilen, die sie gerade mal eine Minute kennen, und müssten denen erstmal irgendwelche kriminellen Sachen unterstellen, die gar nicht stimmen, und kennen die Person einfach noch gar nicht. Das ist einfach nur anstrengend, anstrengend, anstrengend. So, ich wollte einfach nochmal diesen Mist loswerden über inkompetente soziale Arbeitgeber. Das war einer unter vielen hier in Neuruppin, aber der größte Teil arbeitet komplett gleich. Ich habe hier mit vielen gesprochen, drei von 5 Trägern sind wirklich nicht sozial, sondern asozial. Der eine beleidigt seine Mitarbeiter, der andere Träger, der brüllt die Chefin hier im Büro rum, Ungeimpfte sind alles Mörder, Killer und müssten irgendwie ins Gefängnis und Schlüssel weg. Und die, wo ich jetzt war, bezeichnet ihre Bewerber, mehr Bewerber, als Urkundenfälscher, Rassisten und ja, und so weiter. Kann ich nicht mehr zu sagen. Wo sind wir nur in diesem Land gelandet? Wo die Arbeitgeber sich einbilden, ihre Bewerber zu beleidigen, zu beschimpfen, zu beurteilen, obwohl sie sie gar nicht kennen. Und die Bewerber neutral dem Arbeitgeber gegenüberkommen. Das geht nicht nur mir so. Ich kenne das aber auch von anderen. Daher kann ich sagen, ich bin kein Einzelfall. Zumindest hier in Neuruppin bin ich kein Einzelfall von dieser Diskriminierung inkompetenter, asozialer, sozialer Arbeitgeber. Das ist wirklich zum Kotzen. So, ja, was haltet ihr von solchen Arbeitgebern? Und was würdet ihr gerne mit diesen Arbeitgebern machen? Schreibt doch einmal mal einen Kommentar in die Leiste. Und ja, Dankeschön und abonniert mich einfach.